Deine Moped? Versuche schon wieder durch die örtliche Peripherie zu fahren. Mit mäßigem Erfolg. So, also. Erstmal raus hier. Im kleinen Trecker. Einmal verticken, ne? Fahrzeug wurde verkauft. So, ich nenne die. Stück Altmetall. So. Also, was sagst du? Einen ordentlichen Gruber. Ordentlich und erschwinglich muss er sein. Ne? Düngetechnik, Seetechnik, Güllertechnik, Wender, Ballentechnik. Also, wo sind die? Ja, Gruber. Ja, von dem Horsch Cruiser bin ich ja eigentlich sehr begeistert, aber weiß nicht, ob der ein bisschen zu fett ist für unsere Felder hier. Oder sollen wir uns gleich so eine Kombi-Erntemaschine? Nur kann man sogar zwei Arbeitsgänge mitsparen, wenn man passende kauft. Ich weiß noch nicht, wie viel Kohle wir noch haben, muss ich gucken. 100.000. Das reicht dann nicht. Kaufen. Ja, sind ja voll. Das ist allerdings richtig. Lass mal kurz in der Garage gucken, was. Ja gut, wir brauchen noch einen Mähdrescher. Und wir können auch noch was aufnehmen. So. Also, wir haben einen vernünftigen Anhänger. In der. Das heißt, wir können den Anhänger wegtun, richtig? Mähdrescher wolltest du auch einen anderen haben, ne? Da würde ich schon etwas größer. Dann ist der Mähdrescher jetzt verkauft. Im Flug nehmen wir auch mal weg. Brauchen ja über hier. Was ist das? Oder was? Seemaschine, Legemaschine. Für Baumwolle. Die behalten das mal da. Können wir mit düngen, das ist okay. Rasenmäher. Holz und so, das brauchen wir eigentlich nicht. Forsttechnik wollen wir nicht machen. Ah, da ist der Wassertank. Sehr schön. Da ist noch irgendwas. Brauchen wir ja. Das ist hier für den Trecker für vorne. Gar nicht, ob ich das vorne an den Trecker hier dran bauen kann. Was hier? Guck mal, wir könnten den Pferdestall verkaufen, wenn wir keine Pferde machen wollen. Also Schweine würde ich sagen, verkaufen wir auf jeden Fall, weil Schweine Sauerei. ziemlich krass. Kuhstall können wir behalten. Pferdestall können wir auch. Mal schief. Weiß noch nicht, ob sich jetzt in der Landschaft was getan hat. Das kann ich nicht sagen. Da ist übrigens dieses Meerfruchtsilo. Da ist die Werkstatt. Hofstall. Jo, cool. Da haben wir doch schon ein bisschen zusammen wieder. Wir haben wieder 364.000. Da kann man doch was mitkaufen. Jetzt holen wir uns.
haben wir gesagt? Eine oder zwei oder drei. E-Technik. Übersehe ich die gerade oder was ist da hier unten? Ist E-Technik da? So. Also, dieses Das brauchen wir nicht nochmal sehen. Also, schau an. Ne? Der Pronto hier, der zum Beispiel, ja, der kann direkt beides. Der kann direkt hier auch noch düngen und grubbern. Dann nehmen wir den, ja, für 104. So, was machen wir jetzt mit unserem Gras? Er ist gekäuft. Das Gras kann... ja. Rein kann, ne? Das nicht für die Schafe, was nicht gesagt habe? Genau. Also jetzt kriegen die das so, oder? Nee, das musst du da an der richtigen Stelle reinschütten. So eine Ablagefläche. Dann quasi einfach das Gras reinschütten. Aber die kriegen das jetzt so. Die kriegen das einfach muss so. Nicht mehr bearbeitet werden. Nein. Schafe kriegen wir einfach so. Dann musst du zum Schafstall fahren und das da quasi an der richtigen Stelle reinlegen. Na, was ist da? Und zwar da. Da ist Gras und auf der Rückseite ist Futter. Ist das Wasser. Da muss Wasser hin. Und dann kommen die in Vermehrungslaune. Ja. Wenn das halt nicht mehr geht, also wenn voll ist, dann hört er einfach auf. Hier. Und der Rest? Entweder schüttest du das irgendwo an der passenden Stelle auf dem Berg, dass man es mit dem Ladewagen wieder einsammeln kann. Also zusammengefasst quasi. Weil dafür gibt es kein Silo. Frage. Das ist einfach mal irgendwo hin. Aus. Am besten da, wo man mit dem Ladewagen, also frei fangen und gut drüber. Da, wo der Stall vorher war, wo der Pferdestall vorher war. Da haben wir Platz. Cool. Okay. Also ein Pronto haben wir. Gekauft. Ja. Ein Mähdrescher wollte ich noch haben. Wir können es auch nicht übertreiben, ne? Du brauchst ja auch noch die Schneidewerke dafür. Genau. Aber einen etwas größeren als der. Also der Nova vielleicht, der hier. Ganz gut aus. Der Nova 3. Dann auch passende Schneidewerke für. Ja, da müssen wir mal jetzt schauen. Na, warte mal, guck mal, das Rost der Marsch hier, das sieht ein Nein, ne? Capellio. Das hat eine Breite von 5,7 Meter. Und eine Breite von 7,6 Meter. Der wäre natürlich am besten. Der hat 9 Meter und den kann man hinter sich herziehen.
Nehmen wir den Trapper. Postelmarsch. Und, oh. Und noch den passenden Drescher dazu. Wo ist er denn? Da, Feldhäcksler, Mähdrescher. Das muss ja dann der hier sein, ne? Passend dazu. Noch ein. Da ist auch noch einer. Oh je. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier Quatsch mache, aber ich versuche das jetzt. So, jetzt einfach mal. Den kann ich kaufen. 105. Und was passiert? Gehen wir da einfach mal rein in das Hübsche. Weil das müsste aber passen. Häubchen an. Oh, der Wassertank. Weiß oben. Genau. Ah, guck mal. Sieht schon besser aus, oder? Aufklappen. Das Ding kann man auch damit. Einmal ausprobieren. Ja, guck mal, das funktioniert. Er hat also genug Power dafür. Und so. Bringe den neuen Mähdrescher. Ja, schön. Aber da hinten noch einer. Genau, das Wasser ist auf der Rückseite. Wollen wir dran fahren, laufen lassen? Brauchen wir noch nirgendwo anders. Den brauchen wir. Da brauchst du wenn. Egal, einen großen Haken. Wer das Ding jetzt hier gerade. Das dann nicht. Kannst jetzt nur kein Wasser mehr einsammeln. Doch, kannst du. Oh, und wir brauchen natürlich jetzt auch wir brauchen Dünger. Ach du meine Güte. Natürlich. Wir brauchen doch jetzt Zeug. So. In den kommt fester Dünger, also Düngerbags oder Düngerpaletten, aber nicht der Flüssigdünger, sondern Saatgut. Einmal kaufen, nochmal kaufen, nochmal kaufen. Kauf mal 4 Paletten.
Die stehen dann hier am Händler, die können wir dann hier auffüllen. Ne? Und wir brauchen. Okay. Hungertrank, ne. Mineraldünger weg, da sind sie. Eins, zwei. Ja, guck mal, da stehen sie. Bin am Hof bereit. Läuft die Maschine. Ja, aber so viel passt an. Verschiebe ich mal nach. Ich mal ins Eck. Dann. Ja gut, ich könnte jetzt auch eigentlich erst die Maschine. Nur wenn du jetzt neue Geräte kaufst oder so. Nein, das ist ja immer so. Kannst du doch normalerweise einsammeln und zum Hof bringen. Deckung öffnen. Ja, einsammeln. Klappen so. Oh, passt eine Menge. Drei Paletten passen rein. Nee, noch nicht mal. Einer ist noch üben. So. Rein. Voll. Man könnte die auch alle jetzt zum Gabelstab. Aber ich finde das immer mal wieder mal was braucht davon. Machen. Oder man hat halt, fand ich immer sehr gut, die Atemlift-Anhänger, man dann Silos dran packt. Konntest du dann Silos kaufen mit nur Flüssigdünger halt. So ein bisschen desolat aus deiner Ecke, aber ist egal, auf jeden Fall kommen wir da. Und? Haben wir noch ein Feld, wo wir es machen können? Aber bestimmt noch. Unser eigenen schon mal. Das eigene Feld jetzt fertig. So, und dann haben. So, warum weh ich hier, ne? Echt witzig. Thank you.
So, die niegelnagelneue Maschine. Einmal bitte aufklappen. Und gucken. Ja, Boden, das kriegen wir mit uns aber auch hin. Ne? Was, achso, ich bin hier gerade um ins Weizen am Sack. Soja kannst du damit auch machen. Soja kannst du auch hier setzen. Okay, wir sollen hier ernten, Leute. Und nicht leihen, dann können wir ja. Soja kannst du, guck mal, alles was hier geht, mal unten auf die Art. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Soja, Rettich ist nicht. Meine mit unserem Drescher mit unserem. Kannst du damit auch machen. Guck mal, Saat wählen, Vermehren. Gibt extra Vermehrungsgras hier, siehst du das? Haben wir eigentlich auch mal machen? Ja, ja. Mit 31 kommen mit Hänger, ne? Ach ja, mit dem Hänger. Erstmal musst du da ankommen. Erstmal musst du da irgendwie ankommen. Im Mahlzeit. Gut Dresch wohl. Mhm. Weiß nicht, was sagt man? Warte mal, die Lampen. Ja, kannst du. Position ein. Oder weiß ich nicht. Ja, Zusatz. Die haben ja auch eine Kante drin, ne, an der Stelle. Mit Schwung drüber. So Weizen, oder? Ja, ich hatte jetzt irrtümlich mit Weizen angefangen, weil das noch eingestellt war. Habe ich mir gedacht, machen wir einfach weiter. Ansonsten wird das beim Ernten so schwierig. Richtige Stelle zu treffen, wenn man zwei Sachen drauf hat. Hast das Werk nicht abgekoppelt, du hast es aufgeklappt und wieder zuklappen.
Klappt das auch zu, wenn das hinten dran hängt? Ich hab's gemerkt. Und es abguckt. Ja, muss. Was oben steht. Vor allem musst du den Drescher gleich auch erst noch klappen, bevor du. Geht der Ausfall treffen und. Drescher wechseln? Geht der Ausfall? Drescher anschalten. Nicht öffnen? Schmeiß. Ja, vielleicht ist ja auch so. Guck mal, was passiert. Will ich hier. Jetzt kommst du nicht voran. Der ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich unterbrochen da. Komm mal bitte, welche Leistung das mir weg. Habe ich mich da. Kleineres mit. Siehst du im Shop. Wir merken, was wir da haben. UP musst du drauf. Raus und dann. Weiter rechts. Marsch. Mal auf Detail. Den habe ich genommen. Oben nach unten. Hängt er ja irgendwo. Ich glaube. Halten, so ein Lit. Oh, dann komme ich ab. Dann ist unser Feld Robert, geht und Geduld. Einem Abwarten. Robert, den jetzt auf. So, Seemaschine. Okay.
Ja, keine. Bin nur mal fragt. Nur ein bisschen. Das passt in keiner unserer Stelle rein. Ja, das mal draußen. Dann noch ein bisschen. Das ist der Mähdrescher. Bei dem. Ich kann mich bewegen. Selbst mit gesenkter, aber halte ich ihn an. Mal von der Seite, ob der vorne aufliegt. Warte und anschalte, es fehlt die Leistung wahrscheinlich. Aber versuch mal bergab, versuch mal von oben noch. Jetzt mal an. Lag unten an der. Im Bereich unten lag. Ich komme zu dir. Feld 31, ne? Feld 31. Neben unserem Hof. So, neben unserem Hof, ja. Ja, dann setzt das ab. Beide weglassen. Nehmen wir etwas auf. Müssen wir erstmal verkaufen. Nicht so. Das ist noch was drin. Das ist sehr zu teuer, um den einfach. Kriegst Rabatt, wenn du. Erstmal muss ich gucken, wo du bist hier. Ah, warte da. Da oben raus. Hier, wo ich raus. Aus. Ah, da bist du. Vor aus. Okay. Du kriegst halt immer einen Rabatt zum Händler. Nee. Straße, Hauptstraße runter und dann links. Ausfahren. Der Händler ist. Oh. Da ist er. Also bis zur Kreuzung hoch. Das Abholen der Geräte rufen die, glaube ich, 20% auf. Eine ganze Menge bei 100.000. Befrag schon mal die Bank.
60. Hm? Dann sagen wir 50. Der dann zurück ist, dann passt der andere. Hast du eh noch keine Zinsen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, kostet das doch erst Zinsen, wenn die Nacht um ist, sozusagen. Oder vielmehr mitten in der Nacht. Heißt, ich kann jetzt schon mal auf Mähdrescher gehen. Ist er? Oh, der kommt. 399.000. Ne, du musst unten auf die Plattform. Kaufsplattform. Bitte. Unten auf die Wand. Genau, vor dem. Feld. Aushüpfen. Dann in der Ecke zu diesem Symbol laufen. Genau. Jetzt haben wir auch genug Kohle. Jetzt können wir uns den anderen Drescher holen. Den hatten wir. Und wir holen uns jetzt den SM. Vom Breitreifen, ne? Wenn schon, dann noch richtig. So. Der hat dann die Leistung. Der sollte die Leistung. Den musst du auch vorher aufklappen. Jetzt habe ich auch. Boah. Dann sieht das von hier aus echt so aus, als hättest du dringend weniger gewisse. So boah, ich kann noch nicht mal mitlaufen, so schnell ist der. Versuche gerade hinterher zu joggen. Einmal Sachen hier. Die Glimmel. Limit 50. Man kann nur 4. Bei 40 ist. Nix. Geht da einfach nur. Unten nach irgendwas. Kannst du nicht mal reingehen. Überhaupt keinen Sinn. Guck mal. Ein sinnloser Hofstall. Nur ein Teil, was da steht, und Platz wegnehmen. Überhaupt nichts. Das hätten wir verkaufen sollen. Geht besser, oder? Ja, der. Garage. Offenbar diesen
Jetzt haben wir Platz. Oh ja, guck mal. Guck mal jetzt. Was haben wir denn da? Ganz viele Sachen hinstellen. Machen wir dann. Fein, oder? Ja, so. Und du jetzt, ach, da oben. Da haben wir unsere. Moment. Ich hab da was verloren. Nehmen wir den Hänger mit, wohl. Da wäre nicht verkehrt. Jetzt wieder. Okay. Tempomat mal. Werde hier den Kreisverkehr, dann kannst du wenden. Was? Hier kein Strom. Ja, was willst du sonst machen? Erstmal Tempomat runterstellen, zum Beispiel auf 10. Nur so eine doofe Frage. Warum schreit der Mann dann raus? Dann haben wir irgendwo mal füße ich hier mit 10 neben dir her. Wenn du anhältst, ist doof. Ich glaube, das war nicht Absicht, oder? Ja, da ist ja nichts mehr. Bahn fahren. Nicht schneiden. So eine Ecke. Wohnt sich hat doch. Ja, da oben fahren wir einmal wieder. Mal wieder richtig. Oh, der Spritverschwender hier. Ja. Guck mal, was der Larun ist da. Mal diese schöne große Wiese hier, die kann man doch. Ja, große, wie will gar nicht hin mit dem Zeug. Das ist daneben geschüttet. In der Tat, ja. Das ist ein Auftrag, ne? Und mal eben abernten. Das heißt, für unsere eigenen Aufträge müssen wir vorab lagern. Hier geht keiner Strom. Das. Ach so, nee, da geht das nicht. Komm wieder zu dir. Bist du langsam? Wo sieht das immer im Feld aus?
Wenn du mal an irgendeinem vorbeifährst. Im Weg. Nee, das ist schwer. Also es Sachen. Ja, halt gut, aber wenn ich in dem Mähdrescher drin sitze, ich das irgendwie nie auf die Kette. Wo das sehr gut mitgeht, ist der Kartoffelernter, weil der vorne nur ein ganz schmales Werkzeug hat. Und der hat vorne so zwei so Striche. Mal super mit. Werden immer kürzer.